Yo, was geht ab? Ich hab mir gedacht, ich begrüße euch heute mal ein bisschen anders. Denn zwar eigentlich gehört es dazu, man muss ja eine gewisse Kanalidentität haben. Und dazu gehört es zum Beispiel, manche Sachen immer zu wiederholen. Sowas wie Tag zusammen, seid mir herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zum Beispiel das. Aber ich dachte mir, komm, mach einfach mal was anders. Deswegen, was geht, Leute? Wir gucken uns was an. Seit Jahren gibt es die Dinger, seit Jahren fallen mir diese Packungen im Supermarkt auf und seit Jahren habe ich sie nicht gekauft. Meistens, weil sie mir zu teuer sind, wobei alle vegetarischen Sachen zu teuer sind. Andererseits ist Fleisch auch einfach viel zu billig. Regulär 2,99 €, die waren jetzt für 1,99 € bei Lidl im Angebot und dachte ich mir so, yo, werde ich mir kaufen und für euch testen. Einmal in der Sorte Schnitzel Natur quasi und Gouda. Es sind hier nämlich keine veganen Schnitzel, sondern vegetarische Schnitzel auf Basis von Milch. Und ich wette, viele von euch haben die auch schon mal probiert. Schreibt mir mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich habe auch noch die Valais Steakart geholt. Da mache ich aber ein eigenes Video zu, weil das dann rein thematisch zwar dazu passt, aber das sind Schnitzel, das andere sind Steaks. Und es gibt Gründe dafür, warum ich das mache. Es ist halt, wie es ist. Es wird dazu ein eigenes Video kommen. Wir gucken uns jetzt hier trotzdem zwei Sachen an, eben diese beiden. Und gleichzeitig werde ich auch zwei verschiedene Zubereitungsmethoden probieren, denn ich habe gesagt, sie empfehlen sogar auch eine Zubereitung im Backofen bei Heißluft. Ich mache einen Schnitzel, entweder das Gouda oder das andere, in der Pfanne, so wie es draufsteht, und das andere in der Heißluftfritteuse. Und dann gucken wir auch mal, wie die Ergebnisse sind. Die werden ja gleich sein, so von der Machart, nur das eine ist mit Gouda, das andere ist eben ohne Gouda. Und ja, von da kann man das, denke ich, ganz gut machen. Ich freue mich drauf, sie sehen richtig gut aus. Ich habe eigentlich schon viel Gutes davon gehört. Gucken wir mal drauf, was drin steckt. Und ich habe Hunger. Ich bin ja sehr gespannt, wie sie schmecken, weil ja, so ein Produkt auf Basis von Milch hatte ich noch nie. Dazu muss man allerdings sagen, ich glaube nicht, dass die Milch hier quasi das einzig Wahre ist, was das Ding ausmacht. Denn wenn man hier mal drauf schaut, dann haben wir Weizeneiweiß drin. Und irgendwo muss ja auch die Bindung herkommen. Das kann man natürlich auch mit Milcheiweiß machen. Aber angenommen, man hat 64% Magermilch. So, dann hat man die 64% Magermilch. Davon hat man quasi 3, also nochmal. Wir haben pro 100 Gramm 64% Magermilch. In Magermilch steckt 3,5 oder 3,8% Eiweiß drin, davon aber nur 64%. Also sagen wir einfach mal rein der Rechnung wegen, damit es ein bisschen einfach ist, sagen wir einfach mal 2,5 Eiweiß ist pro 100 Gramm drin. Wenn der Schnitzel aber pro 100 Gramm und dann ist auch noch voll viel Panade dran, 11,8 Gramm Eiweiß hat, bedeutet, dass das Eiweiß, was hier drin ist, nicht zu einem großen Teil von der Magermilch kommt, sondern wahrscheinlich von anderen Sachen. Und ich behaupte mal, es wird auch das texturierte Weizeneiweiß sein und das Hühnerei-Eiweiß, wo das meiste Eiweiß eben herkommt und damit einen großen Teil der Basis hat. Denn die restlichen Sachen sind Kohlenhydrate. Die Panade, die können wir jetzt mal rauslassen. Das Fett zu einem großen Teil auch, das wird auch in der Panade sein. Sprich, das eigentlich nackte Schnitzel innen drin besteht hauptsächlich aus Eiweiß. Das ist bei Fleisch ja auch so. Fleisch besteht auch eigentlich fast nur aus Eiweiß und Wasser. Soll also heißen, die Milch ist nicht das, was das Schnitzel macht, sondern es ist das Weizeneiweiß und das Hühnereiweiß. Ja? Weil die Magermilch wird wahrscheinlich irgendwie eingekocht und man nimmt das Eiweiß raus. Irgendwie sowas in der Art wird das sein. Oder ist zumindest die Basis. Und in diese Magermilch werden dann wahrscheinlich eben Hühnereiweiß zugegeben, Stärke, Haferspelzfasern, also irgendwas zum Binden und so weiter. Und eben auch das texturierte Weizeneiweiß. Und das gibt dann quasi die Bindung. Also, ne? Deswegen, ja, Magermilch ist der größte Teil, aber Magermilch ist nicht das, was das Eiweiß in diesem Schnitzel ausmacht. So, das will ich euch damit nur sagen. Die Zutaten haben wir uns jetzt hier also ein bisschen angeguckt. Weizeneiweiß, Weizenmehl, Verdingungsmittel, hier haben wir das nämlich alles. Ne? Irgendwie muss das ja auch dick werden. Modifizierte Weizenstärke und so weiter. Kochsalz, Eisendiphosphat, warum auch immer das da drin ist. Vielleicht soll einfach ein bisschen Eisen drin sein. Das haben wir hier nämlich. Okay, sie geben es als Nährwert an, sprich, man will so ein bisschen vielleicht Fleisch nachahmen, wo ja auch Eisen drin ist und deswegen machen sie hier Eisen rein, damit man auch so ein bisschen Nährstoffe drin hat. Das Kalzium hat man ja auch durch die Magermilch drin. Bei der Sorte Gouda haben wir eben noch Gouda drin, 14% mittelalten Gouda, sehr schön. Die Nährwerte habt ihr einmal hier, das ist jetzt die Gouda-Version, 218 Kilokalorien. Hier haben wir ein bisschen weniger, weil wir ein bisschen weniger Fett haben. Dafür haben wir auch ein bisschen weniger Eiweiß. 180 Gramm sind in jeder Packung drin. Das hier sind jetzt also die mit Gouda. Und man sieht, das ist so eine. Die sehen richtig gut aus. Die sehen aus wie richtige Schnitzel. Die haben hier so eine. Ihr seht die Beule. Da ist das Gouda drin. Der, das Gouda. Der Gouda drin.
Sieht aus wie ein ganz normales Schnitzel. Also Optik schon mal top. Und hier das normale Schnitzel. Auch das sieht aus wie ein Schnitzel. Haben sowohl die gleiche, haben sie die gleiche Form? Könnten ja wenigstens die Form so ein bisschen variieren. Aber es sieht trotzdem sehr gut aus. Wie mit der Panade. Ich schätze mal, so die Panade wird so 30% ausmachen. Vom Volumen, Gewicht vielleicht ein bisschen weniger. Aber so ungefähr. Es riecht nach Panade und damit wie ein ganz normales Schnitzel. Wie gesagt, ich werde jetzt mal das hier in die Heißluftfritteuse machen, weil es wegen der Beule dann weniger Kontakt hat. Dann ist das hier vielleicht besser für die normale Falle. Pfanne, das mache ich in die Heißluftfritteuse. Gucken wir es uns gleich an. Also ich muss sagen, die Optik weiß zu begeistern. Hier ist gerade ein bisschen Krach, weil die Müllabfuhr natürlich genau kommen muss, wenn ich einen Film mache. Nee, soll mal wegbleiben. Spaß beiseite. Das klassische Schnitzel in der Pfanne gebraten. Und hier das aus der Heißluftfritteuse. Der Vorteil an der Heißluftfritteuse ist natürlich, dass es wirklich von allen Seiten gleichmäßig Hitze kommt. Bei einer Pfanne geht das natürlich auch. Aber jetzt rein vom Fühlen ist das hier ein bisschen knuspriger. Ich habe hier ungefähr einen Esslöffel Öl drin gehabt für das, aber das ist auch knusprig. Aber das hier ist auf jeden Fall knuspriger geworden. Und es sieht wirklich gut aus. Man muss aber sagen, die schöne Farbe kommt auch daher, dass es vorher schon ziemlich gut aussah. Also wahrscheinlich ein bisschen. Haben sie es eigentlich gefärbt mit irgendwas? Sehe ich jetzt hier nicht bei den Zutaten. So, also, hier ist es auch knusprig. Das kann man hören hier. Vielleicht hört ihr das. Und so sieht es von innen aus. Original, fast original. Wie ein richtiges Schnitzel. Hier so leicht die Fasern. Und der Geruch der Panade ist natürlich hier am stärksten. Ja, unten ist ein bisschen dunkler geworden. Seht ihr das? Hier kann man fast schon die Fasern erkennen. Bei so Schnitzeln ist sowieso oft die Panade das, was den Geschmack am meisten prägt. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Ihr sollt ja sehen, ob ich das Gesicht verziehe oder nicht. Nein, tue ich überhaupt nicht. Ey, es ist sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr, sehr leckeres vegetarisches Schnitzel. Wobei das zum Tragen kommt, was ich gerade sagte. Der Geschmack wird hauptsächlich von der Panade geprägt. Und die ist lecker. Ich versuche jetzt mal, hier an einem Stück ein bisschen die Panade wegzumachen. Einfach nur, um mal diesen puren Geschmack von dem drinnen irgendwie beurteilen zu können. Was natürlich nicht ganz so einfach wird, weil der Geschmack der Panade sicherlich auch irgendwo reinzieht. Ich habe jetzt die Panade mal abgemacht. Konsistenz ist auf jeden Fall weicher als der normale Schnitzel, aber jetzt auch nicht so viel weicher. Da ist so ein bisschen der Panadengeschmack drin, aber ich finde, das geht wirklich in Richtung eines normalen Schnitzels. Also ich persönlich finde nämlich auch, dass ein Schnitzel, ein Schweineschnitzel, auch eher mild vom Geschmack ist, auch Hähnchenschnitzel. Ich finde, das hat natürlich seinen eigenen Geschmack, aber wenn man diese Sachen paniert und brät, dann wird meistens die Hitze an die Panade gegeben und das Fleisch da drinnen gart. Und ich finde so Fleisch, ob Schwein oder Hähnchen, wenn das jetzt nicht selbst angeröstet gebraten wird, ich finde, dann ist das geschmacklich, natürlich schmeckt man, was es ist, aber es ist doch eher neutral leer, möchte ich sagen. Super lecker. Das sieht natürlich noch vielversprechender aus. Hier ist so ein bisschen der Käsefleisch schon rausgekommen. Gucken, ob der noch flüssig ist. Bei einer Heißluftfritteuse muss man hier immer ein bisschen gucken, dass man es nicht zu lange macht. Okay, hier drinnen haben wir jetzt die Füllung. Das ist so eine, sieht jetzt hier so ein bisschen milchig irgendwie aus, die Füllung. Sie ist so ein bisschen weiß, müsste Käse nicht gelb sein. Jedenfalls ist sie weiß. Auf dem Bild ist der Käse zumindest gelb. Hier ist das so ein bisschen weißlich. Ich schneide jetzt mal hier nochmal rein. Ich weiß es nicht, woran das liegt, aber hier sieht man jetzt gar nichts. Es ist jedenfalls so eine Art käseartige Masse drin. Könnt ihr mal gucken. Ja, es zieht sich auch so ein bisschen, aber hier seht ihr, das Weiße hier ist der Käse. Warum der weiß ist, das kann ich gerade ehrlich gesagt nicht beurteilen. Vielleicht ist das ja eine Käsezubereitung. Gouda Mittelalt ist da zumindest drin. Na, weiß ich nicht. Jedenfalls, es sieht trotzdem ganz gut aus. Wir müssen jetzt natürlich einen sehr käsigen Geschmack haben. Also, es ist super knusprig. Achtung. Super knusprig. Ja. Oh. Es schmeckt sehr intensiv nach Käse.
Man schmeckt, dass es auch so ein etwas älterer Käse ist. Jetzt nicht so ein milder, ganz junger Käse. Schön würzig. Halt auch so ein bisschen dieses Gummiartige von Käse. Wenn der gebacken wird, dann wird immer so ein bisschen gummiartig. Das hat man jetzt auch hin drin. Außen die Panade. Also für mich bekommt Heißluftfritteuse ganz klar hier den Siegerpunkt. Weil es einfach irgendwie praktisch ist. Man braucht nicht großartig drauf aufpassen. Man muss wegen der Zeit gucken, gerade wenn bei einer Vergleich, wenn die Packung angibt, Backofen, dann macht man es in Heißluftfritteuse, dann geht es meistens schneller. Man muss also aufpassen. Aber es ist super knusprig überall geworden. Und ich finde, mit Fett kriegt man es auch in eine Pfanne. Und natürlich, das ist halt der Vorteil, weil man muss ganz offen sagen, die Panade von einem normalen Schnitzel schmeckt besser als die hier. Weil einfach noch so ein bisschen was von dem Fett natürlich drin ist. Das schmeckt dann einfach ein bisschen voller noch. Und saftiger ist es dadurch natürlich auch. Aber dieses Saftigere sorgt natürlich auch dafür, dass es nicht ganz so knusprig ist. Außen jetzt, ne? Leute. Ich bin schwer begeistert. Es könnte beide die besten vegetarischen Schnitzel sein, die ich je gegessen habe. Ich fand aber auch eigentlich alle ganz gut, die ich bisher hatte. Genau, ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade ein Stück gehabt, wo nicht Käse war. Und da muss man halt aufpassen bei der Fritteuse. Das ist jetzt hier an ein, zwei Stellen sogar ein bisschen trocken. Also vielleicht hätte ich sogar ein, zwei Minuten eher aus der Heißluftfritteuse holen müssen. Ja, es wird außen knusprig, aber man muss wegen aufpassen, dass es nicht vertrocknet. Super würzig, das normale Schnitzel auch super, super geil. Leckere Panaden innen drin, das Ganze, wie gesagt, von der Konsistenz. Ähnlich wie ein normales Fleisch, es sieht gut aus. Wenn ihr die mal im Angebot seht, kauft sie euch. Und wenn ihr Vegetarier seid, dann kann man auch die 3 Euro dafür bezahlen. Wie gesagt, normales Fleisch ist eh viel zu billig. Von daher, ich bin super zufrieden. Ich freue mich schon auf das andere Valais-Produkt. Vielleicht werde ich auch mal die anderen durchprobieren. Und ihr schreibt mir auch gerne nochmal eure Erfahrungen dazu. Und was gibt es noch für vegetarische Schnitzel, die ich unbedingt mal testen sollte? Schreibt mir das, lasst mir ein Abo da und einen Daumen nach oben. Danke dafür, macht's gut und ciao.